Nachdem Brigida Braun den anonymen Brief zur Polizei gebracht hat, sucht sie Mike Schoter auf seiner Arbeitsstelle auf. Die Adresse der Autowerkstatt hat sie von dem Detektiv erhalten. Die Anwältin will den Mechaniker zur Rede stellen und ihm klarmachen, dass sie ihn im Visier hat. Doch sie verfolgt noch ein ganz anderes Ziel. Na, der Vergaser kaputt. Hoppala. Gott. Ja, das machen Sie jetzt schon wieder hier. Ja, allerdings. Ja. Aber wissen Sie was? Nehmen Sie mal lieber bei Ihren Paragraphen, das ist Männersache hier. Uiuiuiui. Also von Frauen scheinen Sie nicht hier viel zu halten, oder? Von Frauen doch schon, wenn Sie was taugen, dann ja. Ach, das ist ja interessant. Sagen Sie mal, welche Frauen taugen was in Ihren Augen? So die Kleinen, die beschützt werden müssen, diese kleinen Mäuschen, bei denen Sie so richtig den Held raushängen können. Sagen Sie mal, reden Sie denn? Was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Hören Sie mal, Spaß beiseite. Haben Sie meiner Mandantin gestern einen großen Rosenstrauß geschickt mit einem Brief dabei, ich werde dich immer beschützen? Schwachsinn. Gar nichts habe ich ihr geschickt. Und wissen Sie auch, warte, das ist jetzt der Moment, wo Sie mich in Ruhe lassen können. Also hören Sie mal. Ich lasse Sie in Ruhe, wenn Sie meine Mandantin in Ruhe lassen. Verstanden? Weiß eigentlich Ihre Freundin, dass Sie meiner Mandantin immer noch nachsteigen? Verpissen Sie sich, ich habe meine eigenen Probleme, ja? Und die können leicht größer werden, wenn ich Ihre Freundin nämlich erzähle von diesem dicken Rosenstrauß, der bestimmt nicht billig war. Wissen Sie was? Was? Ich habe keinen Scheißbrief geschrieben und ich habe ihr auch keine Scheißrosen geschickt. Ist das klar? Ich kann auch verstehen, warum Sie das abstreiten. Wissen Sie, ich habe ja erlebt, wie sehr Sie unter Ihrem Pantoffel sind und wie sehr Sie sie beherrscht, ja? Sie sehnen sich geradezu nach meiner Mandantin, nach dieser weichen Lieben, ja, die Sie beherrschen können. Ich sag's Ihnen jetzt nochmal, hören Sie Na, mich? Was hören, denn? Sie, hören Sie mir zu. Was? Ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn irgendjemand hierher kommt und sich in mein Privatleben einmischt, ja? Das aggressive Auftreten des Herrn Schote macht ihn nun wirklich nicht gerade sympathisch. Ob er nun den Brief geschrieben hat oder nicht, wird der DNA-Abgleich zeigen. Und seine DNA hat er soeben abgeliefert. Noch vor der Konfrontation mit Mike Schote hat Brigida Braun den Privatdetektiv vorsorglich zu einem Treffpunkt ganz in der Nähe der Autowerkstatt bestellt. Denn die Juristin befürchtet, dass der Mechaniker seine Aggressionen nun an ihrer Mandantin auslassen könnte. Sie möchte den 35-Jährigen daher nicht aus den Augen lassen. Dankeschön. Ah, bitte. Hallo. Oh, hallo. Na, ach je, was ist denn da passiert? Ja, das ist ein ganz schön aggressives Kerlchen gewesen, der hat mich angepackt. Alles in Ordnung, sind Sie ja, verletzt? Ach nein, 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 nichts passiert. Na, Gott sei Dank. Aber ich möchte Sie jetzt wirklich bitten, zu übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nicht lange wartet und zu seiner Ex geht, um ihr mal die Hölle heiß zu machen, ja? Ich werde die Bluse ins Labor geben, damit Sie da die DNA isolieren und das mit der Brief-DNA abgleichen. Mal gucken, aber... Okay. So, gucken Sie mal, wir brauchen gar nicht so lange zu warten. Wir sollten jetzt dem hinterher. Na dann, ich glaube, also, der hat sich ja beeilt. Oh, oh. Wir müssen wirklich aufpassen, dass er seiner Ex nichts antut. Gucken ja, Sie sich das jetzt mal an. Wir fahren einfach hinterher. Na, der hat sich wirklich, der hat sich beeilt. Ja, also los. Er ist aber eilig. Ja, ganz genau. Die arbeitslose Berlinerin Helena Gisser wird gestalkt. Sie und ihre Anwältin Brigida Braun vermuten, dass ihr Ex-Freund Mike Schote dahinter steckt. Gemeinsam mit dem Privatdetektiv René Wagner folgt sie dem verdächtigen Automechaniker. Denn sie hält ihn für gewaltbereit und sehr gefährlich. Schade, dass wir den verloren haben, Herr Weber. Aber hier wohnt meine Mandantin. Und ich könnte mir vorstellen, so aufgebracht wie er war, dass er sie natürlich sich zur Brust nehmen will, verstehen Sie? Ich vielleicht sind die hier. Also ich könnte schwören, dass er hierher gekommen ist. Gucken, das ist meine Mandantin. Da ist er. Hab ich's mir doch gedacht. Ganz schnell, ganz schnell. Nicht auf diese blöde Tour, mein Freund. Ruhig. Hören Sie mal, mit diesem Übergriff, mein Lieber, mit diesem Übergriff, mit Ihren DNA-Spuren an meiner Bluse und mit dem Brief, den Sie geschrieben haben, habe ich Sie genau da, wo ich Sie haben wollte. Sagen Sie mal. Ach, Scheißbrief nicht geschrieben. Ach, nein, nein, den Scheiß. Frau Gisser auch nur freundlich umarmt. Genau. Sagen Sie, es ist vorbei. Geht's wieder? Es ja, tut Gott mir so leid. Dank. Vielen Dank. Soll ich Sie nach Hause fahren? Ja, es ist ganz lieb, aber ich muss noch zur Therapie und ich glaube, es ist ganz gut. Sind Sie sich sicher, dass das jetzt geht? Ja, danke. Vielen Dank. Ja? Brauchen Sie mich hier noch? Na, ich brauche Sie nicht, aber
Brauchen Sie mich? Nein, das ist ganz alles lieb. Okay. Ich glaube, das ist gut. Gut, das ist Ihre Handtasche. Ja. Dankeschön. Aber ganz langsam, ja? Ja. Hat er Ihnen wehgetan? Ein bisschen. Danke. Langsam. Wir telefonieren. Naja, so wie Herr Schote gestrickt ist, war es ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er meiner Mandantin gegenüber übergriffig wird. Ist gerade passiert. Also meinem Antrag auf Erlass eines Annäherungsverbotes steht jetzt nichts mehr im Wege. Und ich werde nicht versäumen, ihn wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung genauso zur Anzeige zu bringen. Die Anwältin hat Anzeige gegen Mike Schote gestellt. Helena ist indessen bei ihrem Psychotherapeuten Dr. Nödling angekommen. Trotz des Schreckens ist die 31-Jährige stolz auf sich, weil sie sich das erste Mal gegen ihren übergriffigen Ex-Freund gewehrt hat. Sie ahnt nicht, dass ihr der größte Schock noch bevorsteht. Und auf jeden Fall hat es mich so gut angefühlt, ne? Und zwar, weil ich einfach das erste Mal seit Ewigkeiten keine Angst mehr vor dem hatte. Ehrlich, vor ein paar Monaten noch, ne? Da hätte ich mir vor Angst in die Hose gemacht, wenn ich Mike gesehen habe. Und jetzt? Fast nichts. Ich glaube, es ist auch echt, weil mein Selbstbewusstsein jetzt viel höher ist. Unter anderem vor allem, weil ich die super Anwältin habe. Inwiefern? Na, ich habe einfach bei der Frau Braun das Gefühl, dass sie ganz genau weiß, was sie macht. Die hat einfach echt drauf, die Frau so. Und dadurch fühle ich mich auch viel sicherer. Und die packt's an. Heute zum Beispiel geht sie jetzt genau nachschauen, woher dieser Strauß kam. Und es wird sich rausstellen, dass der von Mike kam. Und somit wird's dann eng für den. Frau Gisser, da wollte ich noch mal mit Ihnen über was reden. Ja? Ja, ich weiß jetzt nicht so, wie ich anfangen soll. Ist das irgendwas, ist was Schlimmes passiert? Nein, überhaupt nicht. Ach, was, das ist ja, ach, was soll ich so weit drum rumreden? Frau Gisser, die Blumen sind von mir. Nee. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ist nicht Ihr Ernst? Doch. Was? Frau Gisser, tun Sie mir einen Gefallen, das regen Sie sich ja jetzt nicht auf. Ich soll mich nicht aufregen. Ich glaube, es hat. Sie müssen doch schon viel länger merken, dass ich viel mehr für Sie empfinde als nur das Berufliche. Nee, habe ich nicht. Und ich meine, Rosen sprechen doch ihre eigene Sprache. Eigentlich nicht. Ich glaube das nicht, wirklich. Ich sag krank. Frau Gisser, bleiben Sie doch. Frau Gisser, bitte. Bitte warten Sie doch. Helena, ich liebe dich doch. Was? Also, das musst du doch in all den Jahren gemerkt haben. Ich meine, das mit den Rosen jetzt, das war sicherlich ein blöder Zeitpunkt, aber Sie sind ja völlig wahnsinnig. Sie, erst erzähle ich in Ewigkeiten meine intimsten Sachen und jetzt machen Sie mich an. Geht's noch? Also, Helena, komm einfach noch mal mit in die Praxis, beruhig dich. Mit in die Praxis? Ja, wissen bitte. Sie, ich komme nicht mit in die Praxis. Die Therapie ist natürlich vorbei. Also an Dr. Nödling habe ich echt ans allerletztes gedacht, dass der mir den Strauß Blumen geschickt hat und dann, dass der mich liebt und der ganze Quatsch. Boah, und ich habe dem so viel anvertraut. Helena ist zutiefst erschrocken, dass ihr sonst so seriöser und professioneller Therapeut plötzlich eine ganz andere Seite von sich zeigt. Seine hartnäckigen Liebesbekundungen machen ihr Angst. Die 31-Jährige ist völlig überfordert mit der Situation und bittet Brigida Braun um Beistand. Ich habe dem einfach alles anvertraut, dem Nödling, ja? Wirklich alles. Sachen, die ich sonst niemandem anvertraut hätte. Sachen über meine Familie, über meine Eltern, ja? Der weiß, dass meine Eltern mich so stressen von wegen Enkeln und so weiter. Und ich fühle mich richtig missbraucht. Also ich muss Ihnen eines sagen, es ist nicht nur nicht professionell. Ich brauche darüber gar nicht nachzudenken. Ich habe das Gefühl, der ist psychisch nicht ganz auf der Höhe. Der Mann ist krank, ja? Aber mir kommt eine Idee. Sie erzählten mir, dass die Rosen ja von ihm sind. Wenn er aber die Rosen geschickt hat und nicht Ihr Ex-Freund Mike, dann liegt doch die Annahme nahe, dass auch er das war, der in Ihre Wohnung eingedrungen ist. Ich sag Ihnen, warum ich das denke. Die Polizei hat mich angerufen. Die Spurensicherung soll mitgeteilt haben, dass sie in ihrem Badezimmer Fingerabdrücke gefunden haben, die sie nicht zuordnen konnten. Also vollkommen fremde Fingerabdrücke. Ja?
Also das lässt mich wirklich nachdenken. Ja, aber ich glaube, das traue ich dem Jüngling wirklich nicht zu. Also das alles sieht viel mehr nach Mike aus, wirklich. Vertun Sie sich nicht. Leute, die so ticken wie Nötling, die wirklich völlig auf Sie fixiert sind, der hat garantiert Mittel und Wege gefunden, sich Zugang zu Ihrer Wohnung zu verschaffen und sich da breit zu machen. Aber ich wüsste nicht, wie. Tja, das weiß ich auch nicht. Aber wissen Sie was? Wir haben doch unseren Privatdetektiv. Ich werde ihn darauf ansetzen. Er wird ihn einfach nicht mehr aus den Augen lassen. Ja? Wir müssen vor allen Dingen seine Fingerabdrücke kriegen, um jetzt einen Abgleich zu machen. Denn nur dann wissen wir, ob er das war, und dann können wir ihn packen. Okay, super. Ja? Vielen Dank. Ein Schritt nach dem anderen und Kopf hoch, und wir bleiben in Verbindung. Okay, tschüss. Tschüss. Tja, mit einem Mal hat sich die Ausgangslage nun vollkommen verändert. Denn nun kommt auch Herr Dr. Nötling als Verdächtiger in Frage, unerlaubt in die Wohnung meiner Mandantin eingedrungen zu sein. Allerdings, Spekulationen helfen mir hier nicht weiter. Ich brauche harte Fakten, um hier juristisch sauber arbeiten zu können. Nach dem Treffen mit Brigida Braun bekommt Helena eine SMS von ihrer Mutter. Sie bittet ihre Tochter, sofort zu ihnen nach Hause zu kommen. Helena weiß nach dem Liebesgeständnis ihres Therapeuten kaum, wo ihr der Kopf steht. Doch sie macht sich Sorgen um ihre Eltern Helga und Rudolf und eilt zu ihnen. Nicht ahnend, dass dort eine böse Überraschung auf sie wartet. Mama! Was war denn los? Ich habe voll einen Schreck bekommen, als ich eine SMS gelesen habe. Mega mysteriös, super dringend, nicht vorher anrufen. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ist irgendwas passiert? Weil ich dich zur Abwechslung auch mal überraschen wollte. Aber nichts Schlimmes, ja? Nein. Papa! Da bist du ja, mein Engelchen. Und wir hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, jemals in unserem Leben Enkelkinder zu haben. Enkel? Warum Enkel? Was? Ach, na komm, setz dich erst mal hin und iss ein Stück Kuchen. Jetzt kannst du aufhören mit dieser Geheimnistuerei. Friedhelm hat uns alles erzählt. Was? Ja. Ja, mein Schatz, wir müssen jetzt nicht mehr so tun, als wäre ich dein Therapeut. Da hast du uns ja ganz schön an der Nase rumgeführt, mein Goldstück. Wir haben ja schon gedacht, Helena findet nie einen richtigen. Und jetzt so ein Volltreffer. Da hast du einen Sechser im Lotto gezogen. Aber das kann ich nur so weitergeben. Helena ist wirklich eine ganz besondere Frau. Es war Liebe auf den ersten Blick, als sie bei mir in die Praxis gekommen ist. Was ist denn das hier für ein falsches Spiel? Keine Ahnung, was dieser Spinner euch erzählt hat. Mein Freund ist das definitiv nicht. Das war mein Therapeut. Aber jetzt merke ich, dass der noch gestörter ist als ich. Schatz, bleib mal hier. Ich weiß, dass wir uns vorhin gestritten haben. Aber das ist doch jetzt alles wieder gut, oder? Ich glaube, das ist Helena. Krank. Was ist denn das für ein Benehmen? Was ist denn jetzt schon wieder mit dir los? Was mit mir los ist? Was ist denn bitte mit dem da oben los? Der ist ja völlig irre. Aber du hast doch von Friedhelm immer so geschwärmt. Sag mal, weißt du was? Du glaubst mir sowieso nicht. Du glaubst ja nur diesen Bekloppten. Das war ja wohl jetzt mal wirklich krass, oder? Da setzt er sich zu meinen Eltern, erzählt, wir wären zusammen. Enkel? Der ist ja richtig irre. Darf der das überhaupt? Ich glaube nicht, dass das legal ist. Die Anwältin ahnt nichts von Dr. Nötlings furchteinflößendem Besuch bei Helenas Eltern. Sie hat nach dem Treffen mit ihrer Mandantin einen Plan gefasst. Der Detektiv soll in der Praxis des Therapeuten nach DNA-Spuren suchen, um sie mit denen des bislang unbekannten Stalkers vergleichen zu können. In Dr. Nötlings Mittagspause nutzt der Ermittler die Gunst der Stunde. Guten Tag, Schulz mein Name. Ich wollte zu dem Herrn Dr. Nötling bezüglich einer Terminvereinbarung. Okay. Er ist nur in der Mittagspause, müsste aber jeden Moment zurück sein. Wenn Sie möchten, kommen Sie schon mal rein. Ja, warte, klar. Ja? Ja. Okay. Naja, schön hat das hier. Ne? Klein, aber fein. Ja, eine nette Praxis. Ja, Entschuldigung, ich muss hier nochmal fertig werden, weil der ist jeden Moment zurück. Ja, aber wenn Sie möchten, nehmen Sie doch schon mal Platz. Danke, ist nett. Na klar, sehr gerne. Naja, ich würde vorschlagen, Sie sind hier am Arbeiten. Ich habe keine Zeit. Der Doktor ist nicht da. Okay. Ich komme wieder. Ich rufe noch mal an. Alles klar, klar. Schönen Tag für Sie. Schönen Dank. Ja. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Bingo. Jetzt müssen wir die Fingerabdrücke von der Tasse mit denen aus dem Bad von Frau Gisser vergleichen. Und dann sehen wir ja, ob der Herr Dr. Nötling der Stalker ist. Brigida Braun hält Dr. Nötling nach dessen Liebesgeständnis für einen unberechenbaren Stalker.
Sie konnte die Polizei davon überzeugen, die Kaffeetasse des Therapeuten sofort auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Damit auch ihre Mandantin das Ergebnis direkt von der Spurensicherung erfährt, will die Anwältin Helena Gisser benachrichtigen und aufs Präsidium bitten. Doch jemand kommt der Anwältin zuvor. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Ich versuche jetzt die ganze Zeit, meine Mandantin zu erreichen. Es war abgesprochen, dass sie die ganze Zeit für mich erreichbar ist. Sie geht nicht ans Telefon. Ich habe damit wirklich ein Problem. Sie wollte ihre Eltern heute aufsuchen. Wären Sie vielleicht so freundlich, mir die Festnetznummer von Frau Gisser Senior herauszusuchen? Vielleicht erreiche ich sie dort. Das ist wirklich dringend. Tag Ihnen zusammen. Maya. Hallo, Frau Maya. Ja, also ich glaube, ich habe da was Neues für Sie. Aha. Ja, und zwar die Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke auf der Tasse. Die stimmen überein mit den Fingerabdrücken, die wir im Bad gefunden haben. Wird doch das Richtige gefunden. Die konnten wir ja erst nicht zuordnen. Danke. Ich stelle damit Strafanzeige wegen aller in Frage kommenden Delikte. Haben Sie die Telefonnummer? Ich muss das natürlich sofort meiner Mandantin mitteilen, du lieber Gott. Dankeschön. Ja, Frau Gisser, ich grüße Sie. Entschuldigen Sie, die Störung. Braun ist mein Name. Ich bin die Anwältin Ihrer Tochter. Ja, Ihre Tochter hat mir erzählt, dass sie heute bei Ihnen vorbeischauen wollte. Ist sie da? Ah, Dr. Nödling? Bei Ihnen? Oh, ich verstehe. In Ordnung. Dankeschön. Danke. Ja? Mhm. Wir bleiben in Verbindung. Vielen Dank, vielen Dank. Also, Kurzfassung. Meine Mandantin war bei ihren Eltern. Wen trifft sie dort an? Dr. Nödling, der sich als ihr Verlobter ausgegeben hat. Das ist natürlich zu einem Rieseneklat gekommen. Die hat also fluchtartig das Haus ihrer Eltern verlassen. Und Dr. Nödling ihr hinterher. Seit diesem Augenblick habe ich keine Verbindung mehr zu meiner Mandantin. Wenn Sie bitte so nett wären, eine Handyortung des Handys von Herrn Dr. Nödling zu veranlassen, ja? Ich mache Sie schon mal um die Handyortung und wir machen uns sofort auf den Weg. Wir müssen ihn finden. Sofort. Ich mache mir Sorgen. Ja. Herr Dr. Nödling kennt die Ängste meiner Mandantin und diese Kenntnis hat er ausgenutzt, um schließlich und endlich Macht über sie auszuüben. Sie ist ihm voll und ganz in die Falle getappt. Ich muss so schnell wie möglich meine Mandantin finden. Ich mache mir wirklich Sorgen. Helena Gisser ist spurlos verschwunden. Brigida Braun vermutet, dass sie in der Gewalt ihres ehemaligen Psychotherapeuten ist. Mit Unterstützung der Polizei macht sie sich sofort auf den Weg zum Haus des unberechenbaren Stalkers. Mein Liebling, jetzt machen wir uns einen gemütlichen, schönen Abend. Du musst ja schließlich wieder zu Kräften kommen, dich entspannen. Es soll dir ja gut gehen. Hast du mich verstanden? Ah. Oh, gut, dass Sie da sind. Kommt sie. Okay, ich rauch mal. Dr. Nödling? Dr. Nödling, machen Sie auf. Da ist keiner. Der muss aber da sein. Die Handyordnung hat eindeutig ergeben, dass er da ist. Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Aber schau, wir sind doch ein Paar. Ich liebe dich. Warum sperrst du dich so dagegen? Nee, da rührt sich jedenfalls kein. Kommen Sie, wir gehen hinters Haus. Alles zu, alles dicht. Leider hatte ich nicht die Zeit, uns ein richtig schönes Essen zu machen. Aber wir trinken ein schönes Glas Wein zusammen. Passt sie wieder mich an?
wunderbarer Tropfen. Ich trinke auf dich. Ich trinke auf mich, auf uns, unsere Zukunft, auf die Enkel deines Vaters. Ist der völlig geistesgestört? Moment! Da, da! Keller! Okay, Sie bleiben hier oben. Ja, ist gut. Sind Sie verletzt? Alles okay? Was soll das hier? Was bringt Sie hier in mein Haus ein? Kommen Sie. Lassen Sie mich los! Was ist das denn? Alles. Gott, die Ärmste. Was soll das? Ich verstehe das. Helena, wo willst du hin? Helena, du brauchst mich! Ruhig, bleib jetzt ruhig hier. Helena, bleib hier! Bleib bei mir! Ich liebe dich doch! Das war knapp. Ausgerechnet der Psychotherapeut. Meine Mandantin erweist sich schon als Psychopath. Das ist wirklich schrecklich. Der Mann, der um die Angstzustände meiner Mandantin wusste, nutzt sie nach Strich und Faden aus, um sie in eine bedrohliche Situation zu bringen. Es ist entsetzlich. Das ist jetzt wirklich ein Fall für die Staatsanwaltschaft. So you can keep me. Brigida Braun konnte Helena vor dem schrecklichen Stalker retten. Doch die Anwältin ahnt, dass ihre Mandantin sich nicht nur missbraucht, sondern auch sehr einsam fühlt. Deshalb hat sie Helenas Eltern gerufen, damit sie ihrer Tochter nun beistehen. Kleinen Moment. Mama, Papa? Was macht ihr denn hier? Das ist ja eine ganz schreckliche Geschichte. Du Ärmste, es tut mir so leid. Frau Braun hat uns angerufen und alles erzählt. Ja, dann sind wir gleich hergefahren, um bei dir zu sein. Heute Nacht, da schläfst du bei uns daheim, mein Schatz. Danke, Mama. Es tut mir leid, aber ich hatte nur die Enkelkinder im Kopf. Hm. Ich habe nicht an dich gedacht und was dich glücklich macht. Aber als dieser Irre bei uns saß, da war ich einfach nur froh, dass er dich heiraten wollte. Ich verstehe im Nachhinein überhaupt nicht, wie wir so uns von diesem Dr. Nötting blenden lassen konnten. Ja. Vielen Dank für alles. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin nur wirklich froh, dass alles so glimpflich abgegangen ist. Und in der Sache stehe ich dir natürlich weiterhin zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Natürlich. Und ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder mit Enkelkindern unter Druck setzen werde. Ich bin einfach so froh, dass dir nichts passiert ist. Tja, boah, ich habe so Angst gehabt. Aber ich wusste, dass Frau Braun mich nicht im Stich lässt. Und ich hoffe wirklich, dass Herr Nötling die gerechte Strafe dafür bekommt, dass er mich entführt hat. Dr. Nötling wird wegen Nachstellung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu 1 Jahr und 9 Monaten auf Bewährung verurteilt und muss eine stationäre Therapie absolvieren. Außerdem verliert er seine Zulassung als Therapeut. Helena fühlt sich inzwischen stark. Brigida Braun hat ihr eindrucksvoll gezeigt, dass man sich nichts gefallen lassen sollte und es immer Menschen gibt, die hinter einem stehen.